Was wir natürlich auch schon machen können, wenn wir zusammenarbeiten, dann schaffen wir es vielleicht einmal in die Crimson rein, dass wir zumindest schon mal zwei von den Kugeln zerstören. In der Hoffnung, dass dann schon ein Meteorit landet für die Meteoritenrüstung und die Raumkanone. Dann hast du zumindest schon mal etwas Gutes, Hilfreiches. Da ist direkt das nächste Erz. Perfekt. So muss es doch sein. Komm, noch mehr bitte. Was für Erz brauchen wir eigentlich? Eigentlich nur Gold. Der Rest ist nur zum Verkaufen da. Oh, und Eisen. Für die Beschwörungs-Items. Alles klar. Und Herzkristall. So kann es gerne weitergehen. Immer mehr Herzkristalle. Alles in allem ist das eine ganz schön große Höhle hier. Oh. Dumme Schnecke. Pommes! Smaragde auch immer her. Ach du Schande, hier sind aber ganz schön viele Topaz. Das reicht direkt für ein gelbes Laserschwert, was hier alles hängt. Welche Farbe wollt ihr denn? Habt ihr euch da schon was überlegt? Nö. Gibt's Orange? Gute Frage. Ich glaube, das mit den Amethysten, das sieht leicht orange aus. Sehe ich dann ja. Entweder Amethysten oder Bernsteine. Eins von beiden hat so einen Orangeton. Hier waren wir schon mal. Yo, hier. Wow. Oh mein Gott. Ich habe auf die Karte geguckt. Das ist ja ein Witz. Ja. Willkommen zu Hause. Wollen wir mal jetzt tiefer gehen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal an die Oberfläche, teilen die Sachen ein und sortieren das. Und dann könnten wir in der Wüste schauen, im Wüstenuntergrund, dass jeder von uns einen Magic Conch bekommt, eine magische Miesmuschel. So. Hufeisen und Wiederbelebungsband braucht das sonst keiner von euch? Nicht zwingend. Ne, momentan zumindest nicht. Das Schwert auch nicht? Okay. Nee, jetzt ist die Reichweite, finde ich, zu niedrig. Ballonkugelfisch erhöht halt die Sprunghöhe. Gut, dann habe ich das jetzt. Hä? Wieso? Muss ich denn noch machen können? Ach doch, da. So, mal kurz an die Erzruhen. Wir haben noch einen Webslinger hier.
Ein was? Spinnenhook. Ah. Oh, alter Fuck. Ja, Erik, der ist noch für dich. Lennart spawnt hoffentlich bei seinem Bett. Ja, bitteschön. Die sind für dich. Lennart! Ja. Die Loge! Die Loge. Ja. So, Erik, jetzt ist ja Blutmond vorbei. Jetzt kannst du dich gerade mal wieder um dein... Ich wollte schon Gewürzhaus sagen, Gewächshaus. Wir teilen uns jetzt mal auf. Erik baut sein Haus. Lennart, du bekommst das hier. Und damit gehst du an den Rändern der Map spazieren und schaust, dass du einen Goblin findest. Wenn du den findest, lass dich von ihm sehen und lauf weg. Damit, also ihn nicht töten, damit er seine Leute ruft und dann die Invasion startet, damit wir den zum Nachspielen endlich bekommen. Ich muss das Ding nur im Inventar haben, oder was? Nein, benutze es. Das ist, das vereinfacht einiges. Also jetzt benutzen. Ah, das bringt einen irgendwo hin. So, und genau, das bringt einen zum nächsten Ozean. Und jetzt einfach dort in den Gegenden überall umlaufen, kannst dich ein bisschen umsehen und so und hoffen, dass du einen Goblin siehst. Wo stellt man bitte Holzwinde her? Am normalen Werktisch. Aber den unten? Der ist unten bei den anderen Werksachen. Du stehst direkt davor. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden. Was übersehen. Du kannst übrigens bei den Crafting-Dingern, kannst du unter Herstellen auf den Hammer klicken, dann hast du das ganze Fenster da. Da kannst du drauf klicken, was du willst. Aha, cool. Das ist aber auch eine neuere Änderung. Das gab es auch erst ab 1.4. Hoffe ich einfach mal. Weil sonst wäre das so ein bisschen peinlich, dass ich ewig so Probleme damit hatte. Ja. Ach kacke, ich habe was vergessen. Wo sollen diese Goblins sein? Die können zufällig auftauchen, das ist wie mit den Drohnen für die Mars-Invasion. Muss ich da weiter, nee, bei dem Wasser kann ich ja gar nicht gucken, also muss ich da weiter wieder zurück ins Land laufen, oder wie? Ja, einfach so hin und her ein bisschen mehr ins Inland, dann wieder rüber zum Strand. Wenn du die Miesmuschel nochmal benutzt, dann kommst du zum anderen Ozean, du kommst immer zu dem, der am weitesten von dir entfernt ist. Darauf jetzt noch das letzte Platin zu angeln. Wer von euch freut sich auf Demon's Souls Remastered? Remake. Wenn es genauso ist wie Dark Souls 1, will ich den Scheiß nicht spielen. Nee, es ist schwerer. Also keine Sorge. Verpiss dich. Es ist deutlich schwerer. Die Bosse sind ein bisschen härter und geben dir öfters aufs Maul und du musst mehr laufen, wenn du stirbst. Da gibt es nicht so viele Leuchtfeuer oder damals waren das, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Dinger da nochmal hießen. Wenn du den Shortcut nicht erwischst, dann darfst du alles nochmal von vorn machen. Ich hab einen Goblin gefunden. Und die Bosskämpfe sind ganz schön krass, also da gibt's ich ja den... Ich hab einen Goblin gefunden, was muss ich jetzt nochmal machen? Dich von ihnen sehen lassen und abhauen. Dann müsste bald die Invasion eigentlich starten. Goblin Scout, ja. Sobald wir die Invasion geschafft haben, besteht die Chance, dass der Goblin Tinker irgendwo im Untergrund zu finden ist.
Demon's Souls, da hast du halt so geile Bosse wie den Drachengott, wo du durch so ein ganzes Labyrinth laufen musst und dann diese Harpunen zu aktivieren und ihn einzeln von verschiedenen Seiten zu erwischen, bis du dann seinen Kopf treffen kannst endlich. Weil er wirklich riesig ist. Okay, okay, freue ich mich schon. Hm, hm, hm. Noch irgendwelche guten Nachrichten? Weltstadt gibt's da schon. Also ein Mini-Weltstadt gibt's da als Boss. Du musst gut, aber das war in Dark Souls 2 eigentlich kein so schwerer Boss, wenn man ehrlich ist. Ja, in Dark Souls 1, in Demon's Souls musst du da diese, wie heißt die, Maiden Astrea oder so musst du töten und sie wird halt von diesem Typen bewacht, der aussieht wie Weltstadt mit Hammer und so, aber ist halt auf Spielergröße, also bewegt sich schneller wie ein Invader. Und ich glaube, wenn du ihn besiegt hast, dann gibt sie von sich aus auf und lässt sich von dir töten. So ungefähr war das. Aber es sind halt viele dünne Wege, dass du kaum an dem vorbeikommst. Was gab's denn noch für geile Bosse? Es gab auf jeden Fall dieses Gefängnis, daran erinnere ich mich, und das war so übel. Oder die Mine, wo man, diese komische Erzmine, die war so fucking verwirrend mit so vielen starken Gegnern. Und das ist doch ein Balrog. Sucht man. Ja, gibt es sowas ähnliches. Nee. So ein großes Feuermonster gibt es dort, das irgendwo im Untergrund lebt als Boss. Also haben sie doch zu tief geschürft. Dann natürlich wieder ein Gargoyle-Boss, wo du zwei oder drei auf einmal hast. Kennt man ja, mag man ja. Ich freue mich auf den Tower Knight, das war der coolste Boss überhaupt. Den habe ich echt gemocht. Der hat auch eine mega coole Rüstung. Und der Penetrator, das wird so ein geiler Bosskampf. Ich frage mich, wie der im Remake umgesetzt wird. Und der sich dann doch genauso geil anfühlt wie auf der Originalversion. Der was? Der was sie bitte? Der Penetrator. Also ein Typ in so einer schwarzen Rüstung mit einem geraden Schwert, das aber die Größe von einem Langschwert hat. Der hat einfach so geile Auftritte. So einen geilen Auftritt gehabt. Kommt da lässig in den Nebel reingelaufen, während er den einen Typen absticht. War ein echt cooler Bosskampf. Also ich muss ehrlich sagen, dass mit dem Goblin, der hat mich zwar gesehen und ich bin abgehauen, aber es hat nichts gebracht. Vielleicht bringt es was, den einmal anzugreifen und dann wegzugehen. Ich weiß es nicht. Schau vielleicht nochmal, weil irgendwie eigentlich muss es so sein. Also ich weiß auf jeden Fall, man darf ihn nicht töten. Wenn du ihn tötest, dann kann er seinen Leuten kaum Bescheid sagen, dass wir hier sind. Nützliches bekommen. Immer noch kein Platin. Aber jede Menge Tränke habe ich bekommen. Demon's Souls wird bestimmt geil. Der was? Achso, Demon's Souls. Ja, und falls nicht, geben wir Sony die Schuld. Wie immer. Es ist grundsätzlich jemand anderes schuld. Na gut, die machen das Spiel aber auch. Mhm. Noch Gutes angekündigt. Gute Frage. Dying Light 2 zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob das auch wieder initiiert wird.
gute Frage. Verdammt gute Frage. Einmal rausfinden, wahrscheinlich schon. Ich habe mich ja beim Summer Sale mega geärgert. Warum? Ich habe mir The Search 1 und 2 im Doppelpack gekauft für 16 Euro. Und dann sehe ich, dass der erste Teil gar nicht in meiner Bibliothek ist, weil er anscheinend hier nicht verkauft werden darf, weil er halt so extrem krass ist. Und deswegen habe ich die natürlich refundet, weil wieso sollte ich Geld für ein Spiel ausgeben, das ich nicht habe dann? Und dann wollte ich mir einfach nur den zweiten Teil holen für 10 Euro. Aber konnte ich nicht, weil Refund noch nicht durch war und es so gesehen noch in meiner Bibliothek war. Und als der Refund durch war und ich es mir kaufen konnte, war das Sale zu Ende. Und es kostet wieder 30 oder 40 Euro. Da war ich sauer. Verstehe ich irgendwie. Schade, hätte ich gern gespielt. Muss ich auf den nächsten Sale warten. Aber schade, dass ich den ersten nicht spielen kann. Deutschland und seine Bestimmung. Ja, aber das Spiel ist doch aus Deutschland. Deutschland seine Bestimmung. Das ist doch egal, ob es in Deutschland gemacht wurde oder nicht. Ah, irgendwie kacke. So ein richtig schönes, brutales Dark Souls habe ich mich ja schon mit dem Leonard unterhalten. Wenn Dark Souls wäre halt super geil, wenn es richtig Zerstückelung gäbe. Und da ist das halt so. Dass du da richtig krasse, brutale Finisher hast. Warum brauchst du sowas? Weil es einfach cooler ist. Ich meine, wenn du bei Dark Souls so einen Basilisken tötest, das ist doch einfach nur so eine Echse. Wenn du da mit einem fetten Schwert drauf haust, dann sollst du doch auch in zwei Hälften fallen. Oder nicht? Und wenn aber du mit dem Hammer drauf hast, soll da nur eine Pfütze sein. Durchaus ein valider Punkt, ja. Ich meine, wenn sie Rüstung haben, dann ist es okay. Dann können sie ja ruhig einfach so umfallen oder so. Aber trotzdem, wenn sie halt so komplett ungepanzt sind und man mit einem Schwert drauf haut, wird das schon Sinn machen eigentlich. Oder mit einer Großaxt, wenn man mit so einer Axt des schwarzen Ritters hat drauf haut, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ein ungepanzertes kleines Vieh einfach so im ganzen Stück bleibt. Wäre schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, wir müssen mal eine groß angelegte Studie zu diesem Thema veranstalten. Reden wir im nächsten Podcast drüber. Natürlich. Graus. Ja, ich habe das mal im Real Life getestet. Meine Nachbarn fanden es nicht so gut, dass ich ihr Haustier zerstückelt habe, aber es hat funktioniert. Komm her, Kätzchen. Komm her, Kätzchen. Riesenaxt. Was muss man in dem Haus machen, damit hier Leute einziehen? Eine Rückwand, Licht, Tisch und Stuhl. Ich brauche Tisch und Stuhl. Irgendwo muss es sich hier hinsetzen. Tut mir leid. Und der Stuhl ist einfach nur Deko. Ach, bin ich lustig. Ja, eindeutig. Ich muss ja echt sagen, durch das Angeln bekommt man jede Menge Kohle. Aber es ist halt super langweilig. Ich will einfach nur das Erz haben. Aber ich bekomme keine scheiß Goldkiste. Immer nur Eisen und Holzkisten. Ich habe mir die Woche Neon Abyss geholt. Ich bin da so krass am Todsuchten. Hat einfach mega Bock. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber... Cool, halt so dass es dir so viel Spaß macht. Ist halt so ein, Sidescroller, Roguelite, so ungefähr wie Binding of Isaac, nur als 2D-Jump'n'Run-Shooter. Hat einfach mega Bock. Wirst da von Hades eingestellt, dass du andere Götter tötest. Gehst dann immer durch den Dungeon. Am Anfang hast du 5 Dungeons. Am Ende ist dann der große Boss. Ich glaube, der erste war Argus, Gott des Darknet. Und wenn du den besiegt hast, dann bist du wieder am Anfang. Und dann hast du 6 Dungeons. Und danach kommt dann, was weiß ich, Zeus, Gott des Social Media und so. Als finaler Boss. Macht schon echt Bock. Ich bin nur die ganze Zeit am Überlegen, Team 17 sagt mir irgendwas. Ich weiß aber nicht, was für andere Spiele die gemacht hatten. Aber irgendwas sagt mir das. So, warum ist denn hier?
Ihr seid doch Assassin's Creed-Fans. Was sagt ihr denn zu dem neuen Assassin's Creed, das angekündigt ist? Welches? Assassin's Creed spätestens nach dem nach Black Flag eigentlich schon vorbei gewesen. Ja. Ich finde das neue persönlich ziemlich ansprechend, so von der Optik her fand ich Assassin's Creed Valhalla. Und ziemlich geil aus, wenn du ja, es ist halt kein richtiges Assassin's Creed mehr. Also es war eigentlich nur die Assassin's Creed 1 bis Teil 3, weißt du, alle zwischendrin ja auch. Die haben ja noch wenigstens die Geschichte von Desmond und sowas erzählt, aber der ist halt im dritten Teil dann gestorben und danach war eigentlich vorbei, die komplette Story. Den vierten Teil haben sie dann halt meiner Meinung nach nur gemacht, weil das Schifffahren aus dem dritten Teil so gut ankam und deswegen haben die den rausgebracht. Haben die den halt rausgebracht. Mhm. So, und alle Teile danach haben meiner Meinung nach keine richtige Daseinsberechtigung. Zumindest nicht, wenn sie sich so als Assassin's Creed ausgeben. Klar, versuchen die irgendeine Story noch irgendwie rauszuhauen, aber das kommt nicht mehr so gut rüber wie bei den ersten Teilen. Die hätten vielleicht zwei Spielereien gleichzeitig starten sollen. Assassin's Creed für die Story von 1 bis 3 und danach vielleicht Assassin's irgendwas. Einfach nur Assassin's. Man muss auch bedenken, damals haben sie im ersten Teil, wenn du den Trailer angeguckt hast, da hatte Altair auch eine Armbrust auf dem Rücken. Im Spiel hatte der die nicht. Das haben die dann später mal geschrieben. Die haben die absichtlich nicht eingefügt, weil das historisch unkorrekt wäre, wenn man zu der Zeit schon eine Armbrust gehabt hätte. Mhm. So, was machen die in den späteren Teilen? Da fangen die dann an mit so Mythologien und so einer Scheiße. Also da haben die ja auch schon komplett das Setting gewechselt. Aber was heißt Setting? Haben den kompletten anderen Hintergedanken bei den anderen Teilen schon. Ja, das stimmt schon. Die haben sich für Valhalla, haben sie gesagt, die haben sich schon teilweise an mehr an das Original über die Wikinger orientiert als an Sagen und Legenden, aber sie haben trotzdem sowas wie Schamanen und Okkultismus mit eingeführt. Also da gibt's halt diesen Bosskampf über diese Frau, die sich teleportieren kann, diese alte Hexe und so. 50-50. Wo ist denn unsere Trankkiste eigentlich? Das sind die beiden rechts. So, jetzt habe ich auch mal ein bisschen Platz gemacht, dann... Gut, ich sehe es ein. Ich mache mir eine Goldrüstung. Ich krieg irgendwie kein Platin mehr geangelt. Alles klar. Auf geht's. Achso, ich wollte ja. Man sieht sich. Aber durch das Angeln habe ich jetzt 64 Gold bekommen. Also, nachschmieden wird hoffentlich klappen. Also, nur kurz zurück zu Terraria. Ja. Goblin, wie ist das jetzt? Der darf mich, ich darf ihn nicht umbringen, er muss mich sehen. Ja, mach am besten so, dass du ihn vielleicht einmal angreifst und er dich einmal angreift und dann läufst du einfach weg. Und danach teleportierst du dich hier hin. Ja, danach läufst du einfach ein kleines Stück und dann teleportierst du dich nach Hause. Und dann, irgendwann im Verlauf des Tages, müssten die dann eigentlich angreifen. Eigentlich. Alles klar. Das Problem ist, wir haben nicht mal genug Gold, um eine ganze Rüstung für mich zu machen. Okay, ich brauche Nature's Gift. Nature's Gift? Ja, das können wir im Dschungel finden, also da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Genau, ja. Okay. So, jetzt will ich mal was probieren.